Hi, ich bin Melissa Ming und heute gibt es ein Get Ready With Me in Milano. So, ich bin gerade aufgestanden, wir haben 8 Uhr morgens, ich habe gerade meine Haare gewaschen und jetzt gibt es erstmal ein schönes Skincare. So, ich wasche mein Gesicht morgens nur mit Wasser, weil ich sehr empfindliche Haut habe und zu Rötungen neige. Am Abend wasche ich es aber ganz normal mit Waschgel aus. Morgens benutze ich dieses Serum hier, das ist einfach nur ein Feuchtigkeitsserum und abends benutze ich ein Vitamin C Serum. Da wir aber morgens haben, benutze ich erstmal dieses hier. Ein Tröpfchen drauf und den Hals nicht vergessen. Alles schön einmassieren. So, dann habe ich hier einmal diese zwei Helferchen. Das erste ist ein Massagestein. Damit gehe ich mir unter die Augen, weil es schön kühl ist. Auch so ein bisschen im restlichen Gesicht. Das sorgt halt noch dafür, dass das Serum besser in eure Haut aufgenommen wird. So, das hier ist einmal für eure V-Line. Damit gehe ich auch so einmal unter einer V-Line rum. So. Tada! Jetzt kommt Moisturizer. Da nehme ich mir eine Augencreme natürlich. Mit dem Ringfinger einmassieren. Dann eine Feuchtigkeitscreme für euer Gesicht. Und nicht den Hals vergessen. Noch so die Hände. Ich reibe meine Hände immer so zusammen, damit es warm wird. Und dann lege ich mir die aufs Gesicht. So, lasst eure Feuchtigkeitscreme ein bisschen einwirken. Und in der Zwischenzeit mache ich mein Lippenpeeling. Das sind so Zuckerpartikel. Mit einem Kosmetiktuch abwischen. Dann ein bisschen Lippenbalm. So, last but not least die Sonnencreme. An heißeren Tagen mache ich immer 50 plus oder wenn ich mal lange rausgehe. Aber heute fürs Frühstück mache ich mir nur 30 plus drauf. Vergesst euren Hals nicht. Und dann mit der Skincare. So, jetzt kommen wir zu den Haaren. Ich lasse meine Haare so ungefähr 20 bis 30 Minuten im Handtuch trocknen und danach ganz sanft abtrocknen. Viele sagen ja, man soll die Haare nicht beim nassen Zustand bürsten, aber wenn ich das nicht mache, dann sehe ich aus wie Strubbelpeter. Wenn ihr ein bisschen mehr Knoten habt, könnt ihr auch kurz mit euren Fingern so über die Haare gehen, das ist ein Knoten. So, danach ein bisschen Haaröl. So eine Menge tue ich mir rein, seht ihr das? In die Spitzen. Wenn noch so ein ganz klitzekleines bisschen von dem Öl übrig ist am Ende, gehe ich mir hier noch so rüber. Blow Dryer! So, it's Make-up Time! Als erstes natürlich Concealer. Schön verblenden. Dann noch mehr Concealer. Ich mache es auf mein Augenlid, weil mein Augenlid so dünn ist und man sieht die Äderchen. Dann im Anschluss gehe ich nochmal mit dem Beauty Blender über die ganzen Stellen, wo der Concealer war. So habt ihr ein natürlicheres Finish. Ein bisschen Puder unter die Augen. So, jetzt Eyebrows. So, erstmal ein bisschen durchbürsten. Ich liebe es auch Puder zu benutzen, aber heute nehmen wir mal einen Stift. Dann kommen wir zum Wichtigsten und zwar die Lippen. Ich tupfe mein Lippenbalm weg. Gehe noch mal ein bisschen mit dem Beauty Blender über meine Lippen. Und weil wir ja in Mailand sind, darf es ein bisschen mehr sein. Und zwar mache ich mir heute rote Lippen. Lip Liner. Dann Chanel. Wenn ihr so ein heller Typ seid, empfehle ich euch eine rote
Lippenfarbe zu nehmen, die kein Orangestich drin hat, sondern eher so ein blauer Unterton, also einen ganz kühlen, so wie bei mir. Dann Blush. Ich muss sagen, ich liebe so ein Liquid Blush, aber es ist ein bisschen too much im Kontrast mit den roten Lippen. Deswegen benutze ich einen sehr leichten Puder Blush heute. Nur ein bisschen. Und auf die Nasenspitze mache ich mir auch noch ein bisschen. Da habt ihr so einen Natural Effekt, you know. Last but not least, Highlighter. Ich benutze hier meine Finger. Bisschen auf die Nasenspitze, dann auf meine Wangenknochen, dann einmal im Augenwinkel und unter den Augenbrauen. Und zum Finish Fixing Spray. Tada! Der Endlook. Und natürlich gehe ich nicht so. Ich werde mich jetzt ganz kurz umziehen. So, I'm back. Und das ist mein OOTD. Ein bisschen Schmuck darf natürlich nicht fehlen. Und zu guter Letzt Parfum. Mit Coco Chanel. Passend zu dem Lippenstift. So, und wie immer, vergesst nicht, diesem Video hier einen Daumen hoch zu geben und subscribe nicht vergessen und auf Instagram. Und Leute, ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.